Und ach du Kacke, was ist denn hier passiert? Sind hier die Vandalen, sind hier, hier diese Wüstenmenschen waren das? Oder so. Hallo und herzlich willkommen, Assemble-Leute. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid zu einer weiteren, nein, Sekunde, Korrektur, zur letzten Folge Planet Coaster im Jahr 2021. Ich freue mich total. Denn, ja, wir sind jetzt quasi, wir enden on a high note, wenn man so will, denn ihr seht hier gerade, hier laufen tatsächlich mal ein paar Leute in unser kleines Dörfchen rein. Naja, so viel gibt's hier hinten leider nicht zu sehen. Ich gebe zu, man hätte ja auch einfach noch irgendwie eine Bude reinbauen können oder so. Überlege ich mir dann. Ist jetzt gerade erstmal wurscht. Ich fand's nur ganz cool, dass wir gerade quasi zum Schluss, die machen hier Kunststücke diverser Art. Ich fand's cool, dass wir zum Ende der, ja, dieser Aufnahmesession beziehungsweise dieses Jahres einfach hiermit fertig geworden sind, denn ich bin jetzt eigentlich sehr zufrieden damit. Wir haben schön die Ecken tuschiert, retuschiert, kaschiert. Mit Sachen, ja, quasi wie die kahlen Stellen auf Opas Kopf. Und ich finde aber, es ist super gelungen. Also man hat jetzt hier an jeder Ecke und an jeder Stelle was zu sehen. Und ja, ich wollte jetzt heute nochmal ein bisschen einfach durchgucken, was man so die nächsten Folgen noch machen könnte. Einfach nochmal ein kleines bisschen quasseln. Ja, und auch nochmal gucken, dass ich die groben Teile, die in diesem Park so gebaut wurden in der letzten Zeit, ja, dass ich die noch einmal kurz ja, mehr ansehe und vielleicht nochmal ein bisschen verbessere und fertig mache. Sodass wir uns dann beim nächsten Mal, und ich erkläre gleich auch, in welcher Form wir das dann machen, sofern ihr Lust habt. Ja, wie wir da weitermachen, ne? Und wenn ihr Bock habt auf die heutige letzte Folge im Jahr 2021, dann würde ich mich sehr über ein Like oder ein Abo freuen. Und dann lasst uns jetzt einfach mal gemeinsam reinschauen. Also, wir haben es jetzt hier lang und oft genug gesehen in den letzten Videos. Hier ist unser kleines Städtchen. Und ich wollte an der Stelle kurz anmerken, wenn irgendwem irgendwas vielleicht fehlt oder wenn ich noch was hinzufügen soll, wie zum Beispiel jetzt hier mal einen Shop reinmachen oder so, was mir jetzt gerade in den Sinn kam, dann sagt mir das gerne. Ich versuche das alles natürlich sehr gerne umzusetzen. Und jetzt gerade lasse ich es aber erstmal einfach so, wie es hier ist. Und dann gucken wir einfach mal, wie es dann beim nächsten Mal funktioniert. Und ob das halt so okay ist halt. Ich gebe mich da auch jetzt inzwischen zufrieden, weil wir sehr viel Zeit hier schon in dieses kleine Dörfchen investiert haben. Und ich aber auch sehr zufrieden bin. Ich bin übrigens zufrieden. Habe ich das schon erwähnt? Dann lass uns doch mal einen kleinen Überblick über diesen Park gewinnen. Und dieses Jahr ist Planet Coaster mäßig. Ich habe mir das gerade nochmal angeguckt, damit ich gut vorbereitet bin, wenigstens einmal. Einiges passiert, denn wir haben in diesem Jahr einen Gruselpark gebaut. Zumindest teilweise. Ich weiß nicht genau, es fing so mittendran drin an dieses Jahr. Wir haben einen Horrorteil, in dem Moment ist das gleiche, einen kompletten Abenteuerpark gebaut. Und wir haben diesen Park hier gebaut. Das sind drei komplette Parkteile. Und es gab immer mal wieder so ein paar Stellen, wo ja die Kreativität eben fehlte. Ihr kennt das mit Sicherheit selber, wenn ihr das Spiel spielt, wovon ja einige, die hier immer mal zuschauen, auf jeden Fall ja Ahnung haben, was denn so in einem vorgeht, wenn man mal nicht weiterkommt und so. Die klassische Blockade, ja, nenne ich es jetzt mal. Und nichtsdestotrotz finde ich, dass wir eigentlich recht weit gekommen sind. Ich weiß, dass hier noch gelegentlich paar sehr kahle Stellen zu sehen sind, wie auf Opas Kopf. Ich weiß nicht, wie ich mal drauf komme. Keine Ahnung. Egal. Aber ich finde, den Großteil haben wir schon recht gut gefüllt. Und es ging ja beim letzten Mal oder so, der letzte Teilabschnitt, den wir gemacht haben, war dieser Eingangsbereich hier. Ja, mit diesen drei Aufpassern. Unten hier die Luftschleuse. Und ach du Kacke, was ist denn hier passiert? Sind hier die Vandalen? Sind hier, hier diese Wüstenmenschen waren das? Oder so. Ja, müssen wir kurz ersetzen. Ich habe hier extra Kameras hingestellt. Das gibt's doch gar nicht. Direkt unter der Kamera. Ihr Schweine. Schweinehunde. Ihr Dreckschweinen-Arschsäfte. Hier ist auch ein bisschen dreckig. Da, wisst ihr was, da setze ich jetzt mal kurz einen Typen hin, der hier vielleicht mal ein bisschen Ordnung macht. Ich weiß nicht, wo die schon wieder rumeiern. Ist egal. Auf jeden Fall haben wir einiges geschafft und es fehlt auch noch ein bisschen was. Das sehe ich selber. Natürlich möchte ich auch, dass wir stückweise noch ein bisschen vorankommen, aber ich habe jetzt so einen groben Plan, wie ich die nächste Zeit weitermachen möchte. Und zwar hatte ich ja neulich so ein bisschen, Anknüpfpunkt nochmal, ich baue jetzt mal ein paar Felsen, habe ich die Idee. Das kann man nämlich mal ganz gut damit verbinden. Da braucht man nicht so viel nachdenken. Auf jeden Fall
War es beim letzten Mal so, dass ich ja mal ein bisschen ernst was zu gewissen Themen gesagt habe. Und an der Stelle muss ich ja erstmal einen ganz großen Dank ausrichten an all diejenigen, die sich daraufhin gemeldet haben. You know who you are. Ne? Nein, also Spaß beiseite, ernsthaft jetzt. Ich weiß das sehr zu schätzen und das hat mir auf jeden Fall nochmal richtig gezeigt, dass es natürlich auch Leute gibt und natürlich wusste ich das auch vorher schon, keine Frage, die sich halt wirklich dafür interessieren, was hier so los ist und die natürlich auch genauso, ja, gewisse Schemen hier, ja, oder Dinge, die einige Leute hier so fabrizieren, auch nicht so cool finden. Und das hat mir auf jeden Fall, ja, es hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, wirklich. Und um das, Thema an der Stelle noch nicht weiter aufgreifen zu müssen, weil ich denke, ich habe in der Folge da neulich schon genug zugesagt eigentlich, wollte ich ja hier einfach nur nochmal über das Feedback oder zu dem Feedback mich bedanken bei euch allen, die ihr da seid. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an der Stelle an die Leute, die diese Videos halt gucken. Ich weiß, viele oder es gibt ja auch Leute und da gehöre ich in den meisten Teilen auch zu, ja, die Videos halt einfach gucken. Ja, die wollen nicht groß Gequatsche vielleicht oder andersweitiges Gequatsche haben oder sonst irgendwas, sondern einfach gucken, wie man dieses Spiel halt spielt. Und das finde ich absolut in Ordnung. Das ist gar keine Frage. Nur manchmal, wisst ihr, wenn man das so spielt und dann hier und da mal der ein oder andere was zu kacken hat, kann ich in gewissen Teilen auch verstehen, aber nicht in allen Teilen. Ja? Deswegen, naja, man nimmt sich das dann vielleicht manchmal ein bisschen zu Herzen oder so, wie dem auch sei. Es ist auf jeden Fall so, dass ich ganz gerne, also wie gesagt, vielen Dank ja, an das ganze Feedback. Ich habe mich da sehr drüber gefreut, wirklich jetzt. Und es ist jetzt dann so, ich wollte, wie gesagt, ja, das nächste Jahr einfach mal... Oh, hier hat schon wieder einer hingekotzt. Mensch! Wer macht das weg? Alle Putzkräfte... Ich hör doch hier ein Wischen. Hör mal. Wisch das weg, sonst droht ihr tot durch Zerquetschen. Oder so. Nein, auf jeden Fall. Ja, hatte ich ja überlegt, einfach mal, um mir selbst auch nicht den Spaß zu nehmen. Ja, wenn es vielleicht mal ein bisschen weniger kreativ oder so ist, wollte ich einfach, hier übrigens unsere richtig coole Nische, oder? Mir gefällt diese radioaktive Ecke, wo halt der Schmodder aus dem Klo rauskommt. Ja, reden wir nicht drüber. Muss jeder selber wissen, was da abgeht. Auf jeden Fall, um mich jetzt mal wieder da aufzuheben, wo ich mich mal schon das 18. Mal unterbrochen habe. Ja, wollte ich mir selbst ein bisschen nochmal einfach ein bisschen mehr Bandbreite liefern. Ja, und die Spielepalette mal ein wenig mehr durchmischen. Ja, das heißt, ich habe vor, einfach mal, ja, die diverse Spiele, die mir so vor die Füße fallen. Und da gehört zum Beispiel ein Spiel dazu, das ich gerne nochmal zumindest für ein, zwei Videos aufgreifen möchte, von dem guten Benutzername, der mir das damals mal geschenkt hat. Der Drug Dealer Simulator zum Beispiel, ja. Oder, das Spiel, das ich neulich einmal gespielt habe im Rahmen der Aktion von auch wiederum dem guten Benutzernamen, was würde ich ohne dich machen, mein Lieber? Kill It With Fire, auch super witzig. Und ich dachte mir, dass ich gerne mal einfach ein bisschen, ja, häufiger solche Spiele einfach mal einstreuen möchte. Und wenn es dann halt nur einmal gespielt ist, dann weiß man zumindest, okay, war kacke oder war witzig oder wie auch immer. Ja, dann kann man das ja immer nochmal spielen oder so. Aber das macht mir auf jeden Fall auch mehr Spaß, weil man dann immer mal wieder... Ja, irgendwas hat, worauf man sich freuen kann. Wenn man irgendwie so ein Spiel über Monate lang jeden Tag spielt, ja, dann kann es natürlich sein, kommt auf das Spiel drauf an, dass man da einfach keinen Bock mehr drauf hat. So. Und das möchte ich mir selbst dann dadurch ja auch nicht kaputt machen oder so. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich einfach die Spielebandbreite ein wenig erweitere, die Farbpalette, wenn man so will. Und dann halt mal gucke, was dabei am Ende rauskommt, ja. Vielleicht ein bisschen Trash. Ich wollte auch ein bisschen was am Schnitt ändern und so weiter. An der Stelle, Entschuldigung, an der Stelle aber kurz erwähnt, das betrifft nicht Planet Coaster. Ja, bei Planet Coaster werde ich es erstmal genauso laufen lassen, wie es jetzt ist. War das grammatikalisch irgendwie halbwegs sinnvoll? Ja, ich hoffe. Denn ich habe ja gemerkt, so die letzten Wochen, dass mich auch die Motivation wieder so ein bisschen gepackt hat. Und gerade dann möchte ich natürlich ungern ein Spiel, das ich jetzt seit inzwischen, lass mich mal kurz überlegen, heute ist meine seit 112 Folgen spiele. Ja, und das heißt auch schon, seit ich fast
angefangen habe, glaube ich, mit diesem Kanal, möchte ich jetzt nicht einfach so wegfeuern, weil, naja, daran erkennt man ja, dass es zumindest etwas ist, wo ich dauerhaft zumindest, also jetzt nicht vielleicht jeden Tag aufs Neue, aber immer mal wieder Spaß dran gefunden habe und den möchte ich mir dann auch nicht versauen oder kaputt machen oder kaputt machen lassen oder wie auch immer, sondern ich möchte dann einfach auch noch ein bisschen was davon haben. Und ich denke, der Parkbereich, dieser riesengroße Park hier, der gehört auf jeden Fall noch ein bisschen erkundet und noch ein bisschen weitergebaut und das möchte ich auch machen. So, deswegen, ich weiß, dass dieser Space Park jetzt in dieser Folge heute nicht fertig wird. Ich muss halt mal gucken, ob ich es ab und zu schaffe, vielleicht zwischen den Videos einfach nochmal ein bisschen was zu machen, damit man, das hatte ich glaube ich irgendwann schon mal gesagt, damit man auch zwischen den Folgen oder wenn die Folge durch ist, dass man da so ein bisschen das Gefühl eben auch hat, dass man was geschafft hat. Auch wenn es gar nicht so ist. Ne? Nein, dass man da das Gefühl hat, man hat was geschafft. Und ja, das fände ich, glaube ich, ganz cool. Ja, deswegen möchte ich es jetzt so machen. Und ich weiß halt nicht, dass... Ich habe es jetzt erstmal alles so bis zum Ende des Jahres, was ja jetzt soweit durch ist in dem Sinne, laufen lassen und geguckt. Und ich würde es jetzt, glaube ich, ganz gerne so machen, dass ich ab dem nächsten Jahr in Hinblick auf Planet Coaster eigentlich nichts ändere. Vielleicht nur die Upload-Tage. Da überlege ich noch. Ich glaube, Montag und Donnerstag. Es kann sein, dass ich vielleicht den Tag ändere. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Schlimmste. So, ne? Ich meine aber, dass ich, wenn ich es richtig im Kopf habe und ich rede schon wieder zu viel drumherum, dann sollte es genauso bleiben. Ja, und an den anderen Tagen, das wäre dann der Dienstag und der Mittwoch und der Sonntag, glaube ich. Müsste ich nochmal schauen, aber ist jetzt auch gerade erstmal komplett peng. Sollte dann für ein paar andere Spiele entweder irrer oder witziger oder blödsinniger Natur sein. Ja, mit der man einfach ein bisschen sich, ja, ein bisschen Spaß haben kann. Ja, auf welche Art und Weise auch immer. Ja, und da bieten sich natürlich ein paar gewisse Simulator-Games sehr an, ja, die ich immer schon sehr gerne gespielt habe. Ja, und auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal ein bisschen, weiß ich nicht, das was man so findet halt, ne? Das, was man so findet. Ja. Und dann kann man eigentlich, ja, dann würde ich einfach mal gucken, was sich so auf dieser Plattform für mich tut und ob es mir dann auch wieder ein bisschen mehr Spaß macht. Ich hoffe es, weil ich würde es mir halt wünschen, weil, wie ich auch gesagt habe, wenn es keinen Spaß macht, macht es keinen Sinn so. Aber vielleicht klappt das ja dann doch nochmal. Das werden wir dann alles rausfinden. Werde es jetzt aber auf jeden Fall erstmal genauso weiter betreiben, wie ich es halt die letzten Monate eben gemacht habe. Eine Folge mehr wird mir zu viel, das schaffe ich leider so nicht. Und ich glaube, diese Bandbreite an Sachen, die Bandbreite halt an Spielen und so weiter, ich glaube, die ist ja ganz gut vertreten dadurch eigentlich. So viel im Prinzip dazu, ja. Jetzt wollte ich hier nochmal eine Sache überlegen. Und zwar wollte ich ganz gerne, das wäre der nächste Bauteil, den ich in den nächsten Videos einmal angehen wollte. Vielleicht geht's schneller, vielleicht dauert's länger. Also hier wollte ich entweder so eine Art Hyperspace machen, dass sich so Lichter immer so, ne? So immer komplett von hier nach ganz hinten einmal durchbewegen und immer wieder. Wenn das mit der Schaltung nicht klappt, hätte ich noch eine andere Idee. Und zwar, es gibt hier diesen Sternenhimmel. Wir können den ja mal austesten, wie das hier so aussieht. Wahrscheinlich sieht man davon gar nichts. Ja, aber dass man es einfach mal probiert hat, ich glaube, das finden wir hier. Oder was hier? Es gibt hier einmal diese Lavaplatten. Sind die hier mit drin? Ich bin mir jetzt gerade hier tatsächlich nicht ganz sicher. Wo ist denn der Sternenhimmel? Sonst beschießen wir die Leute halt mit Feuerwerk, ist auch okay. Apropos Feuerwerk, heute ja zum letzten Video des Jahres habe ich noch was vorbereitet. Kommen wir gleich zu. Aber jetzt wollte ich erstmal kurz gucken, wo finde ich denn diesen Sternenhimmel? Da haben wir noch, oder? Sternfeld. Der leuchtet ja nicht mal. Das ist ja langweilig. Ich dachte, der leuchtet schön. Das ist ja einfach nur ein Kack. Also das sieht ja jedes Kinderzimmer besser aus. Oder sollen wir das hier mal dran machen? Dann vielleicht nochmal ein bisschen separat mit ein paar anderen Lichtern arbeiten oder so. Es gibt halt nicht diese Lichter, die so klitzeklein sind, dass man theoretisch jeden Stern einzeln beleuchten könnte. Das wäre natürlich auch wieder eine Arbeit, die, naja, ne? Sagt nichts. Ich würde es machen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Aber das ist halt auch nicht mehr spacey so richtig, oder?
würde gerne mal was testen, einfach nur, dass wir es mal gemacht haben. So. Nur, wie gesagt, ist nur ein Test, ist nur ein Test. Denn ich wollte einmal nur checken, ob man die Sachen irgendwie programmieren kann. Weil bei den Dingern bin ich mir nicht sicher, das kommt ja in der Laterne gleich. Und eine Laterne kann man halt in dem Sinne auch nicht programmieren. Also, um ganz ehrlich zu sein, jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht finde ich es nicht. Also so schlecht, so kacke, finde ich es nicht. Was sagt denn ihr? Also, vielleicht so. Komme ich hier natürlich wieder nicht dran, ne? Das ist das Problem. Ich hatte überlegt, dass man hier unten vielleicht so eine Art... Es hatte auch mal jemand vorgeschlagen. Sorry, wenn ich es jetzt nicht mehr im Kopf habe, wer es war. Ist nämlich schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal über diesen Tunnel gesprochen habe. Und das wird auch wieder ein Akt, sage ich euch. Dass man hier vielleicht so eine Art verrücktes so Labor... Ja, quasi von dem verrückten Professor, der auf dem Mond arbeitet oder irgendwie sowas, mit einbaut. Quasi sowas hier nochmal fortsetzt einfach. Man könnte ja so ein kleines Easter Egg einbauen, dass man sagt, wir bauen hier einfach so eine Treppe rein. Und die führt dann hier unten wieder raus, wo man dann so quasi eine Glaswand reinzieht. Hier so wie dieser Kerker, den wir in dem einen Tunnel gebaut haben bei uns in dem Horrorpark. Ja, so eine komplette Glaswand und daneben auf der anderen Seite vielleicht ein paar Shops, wo man noch ein bisschen was essen und trinken kann. Davon kann man ja auch nicht genug haben. Und dass wir dann, so eine Art Labor-Distrikt hier reinbauen. Dass das alles so ein bisschen metallisch underground-mäßig aussieht. Ich würde dazu erstmal Folgendes machen. Jetzt schon mal so vorbereitend für genau diese Geschichte. Würde ich hier ein paar Lampen bauen. Einfach auch ein paar, also jetzt einfach nur, damit man hier ein bisschen was erkennen kann. Ja, so erkennt man super viel, das ist schön. So nämlich, genau. Ich setze die jetzt auch bewusst erstmal genau auf den Mittelgang. Die können hier auch rumschweben, das ist ja voll egal. Denn nur damit wir jetzt mal genau sehen, was wir hier so machen können und wo denn hier so die Eckchen sind, wo wir hin könnten. Auf dieser Seite würde ich dann den kompletten Komplex machen. Denn das hatte ich auch mal in dem Abenteuerpark vor, dass ich da eine Glaswand vor die Lavafläche ziehe. Das hat nicht so gut geklappt. Oder das hatte ich dann an der Stelle, fand ich nicht so geil. Aber hier finde ich es, glaube ich, super. Ja, dann kann man hier nämlich nochmal... Super. Dann kann man hier nämlich nochmal genau das hier machen. Hier so Käfige, wo dann diese Figürchen wieder drin stehen. Hier geht einfach alles im Bach runter. Ich glaube, hier ist alles verloren. Aber sowas könnte man hier unten in den Tunnel reinbauen. Das würde mir super gefallen. Jetzt habe ich die ganze Zeit drüber gelabert und nichts gemacht, aber ich glaube, das ist heute auch eh nicht der richtige Tag dafür. Nichtsdestotrotz... Kriege ich denn jetzt die Lampen hier raus, Mensch? Shit, ey. Ich habe Mist gebaut, ich komme hier nicht mehr dran. Ich hab's aber, glaube ich, passt auf. Dann hätten wir das Thema nämlich schon mal erledigt. Die nehmen wir raus und es dürften dann genau diese Lampen hier sein, die zu viel sind, die nehmen wir jetzt raus. Richtig? Richtig, alles klärchen, cool. Hätten wir das gerade nochmal geschafft, puh, Glück gehabt. Und genau, dann würde ich auf dieser Seite einfach nochmal ein bisschen was an Fels und so ausgraben. Und dann können wir einfach mal schauen, wie es gleich so aussieht. Pass mal auf, ich speichere nochmal kurz ab und dann machen wir gleich weiter. Gut, gespeichert haben wir. Dann machen wir jetzt hier weiter, indem wir hier nochmal ein bisschen, ja, das Terrain ein wenig vertiefen. War genau so. Ja, das können wir ja gleich wieder auf unsere Fläche auch wieder runter oder hochziehen. Nur, dass wir hier schon mal ein bisschen... Ja, wie tief bin ich denn hier gegangen? Das ist ja viel zu weit. Wir können ja auch stückweise immer nur so kleinere Teile von so Laborteilen in dieser Höhle, wie so ein Superschurke. Wisst ihr, der irgendwie in so einer Höhle haust? In seiner Geheimbasis. Irgendwie müssen die alle aufs Klo. Ah, doch nicht mehr. Alles klar. Zu spät. Ich mache jetzt einfach mal so ein paar kleinere Compartments, wenn man so will. Gibt sogar Ghostbuster-Ballons. Wusste ich gar nicht, dass die automatisch verkauft werden. Oder habe ich da was eingestellt? Ja. Was weiß ich schon. Und dann werde ich das hier auf diese Stufe ziehen. Wieder nur, dass der Boden wieder gleich hoch ist. Das ist eigentlich das Einzige, was wir hier haben müssen. Der Rest ist mir komplett peng. Dass man hier gerade so viel sieht, das ist ganz toll.
Hier könnte noch ein bisschen mehr. Genau, hier, ja. Geht dann immer recht tief, aber leider von der Höhe überhaupt nicht so das, was ich mir vorstelle. Und dann ist der Platz auch schon gar nicht mehr so groß, wenn man es auf die gleiche Höhe hochsetzt. Muss auch nicht komplett eben sein, darum geht es ja auch gar nicht. Hier haben wir noch einen? Nee. Dann haben wir so mehrere kleine Teilbereiche. Man kann ja mal sehen, wie es wirkt. Einfach, dass man das später mal ausleuchtet. Hier darf es dann aber richtig schön labormäßig sein. Mit so ein paar, vielleicht auch so ein paar Laborschränke und das erste, woran ich denke, ein Schrank. Ja. Nein, so ein paar Laborgeräte und vielleicht so ein Gehirn in so einer Dose oder so, wisst ihr? Ja, so ein paar abgefahrene Sachen halt, die man eben ja bei so einem verrückten Wissenschaftler auf dem Mond oder so sich vorstellen würde. Dachte ich jetzt. Aber das ist ja jetzt auch nur so der Anfang dafür. Ich glaube, für heute, soweit kommen wir da jetzt gerade eh nicht. Aber dass wir den Start schon mal gemacht haben, und das ist immer ganz gut, wenn man dann in der nächsten Folge, in den nächsten Videos, ja, an der Stelle quasi angreifen kann. Wir können natürlich auch gucken, ob wir hier die Shops einbauen und auf der anderen Seite, oder wir machen halt beides in einem. Ja, das ist jetzt, so wild ist das jetzt auch nicht. Dann kann man es auch größer machen und die Shops vielleicht sogar damit verbinden. Die hell leuchtenden Lampen, die kommen natürlich noch weg, keine Angst. Ich würde dann hier vielleicht auf die Seite trotzdem nochmal vielleicht... Nee, wisst ihr was, wir machen hier an dieser Seite auch nochmal ein, zwei Einkerbungen. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Entschuldigung, weil hier ist die Felswand, glaube ich, nicht so... so tief, oder doch? Oh, sieht doch recht tief aus, muss ich sagen. Gut, dann bringe ich das jetzt hier auf eine Ebene. Auch wieder, wie die anderen Stellen. Und damit das so halbwegs angepasst ist. Die Leute sollen ja auch was sehen hier. Licht wäre dafür natürlich auch gut, klar. Aber eins nach dem anderen, ne? Aber ich stelle mir das cool vor. Wie gesagt, so ein bisschen angelehnt an das Labor, das wir schon in diesem großen Tower gebaut haben. Nur vielleicht nochmal mit ein bisschen mehr Details. Oh, hier ist jetzt tatsächlich ein Loch. Das wollen wir nicht. Sekunde eben. Oh, wieder zu. Passt so. War echt knapp. Gar nicht mal so ungenau gebaut. Ja, und dann kann man jetzt hier ein, zwei Shops verteilen. Und Diversitäten. Ja, noch so ein paar Kleinigkeiten. Ich mache jetzt hier nochmal, wo ich gerade dabei bin, malen wir das schon mal alles wieder schön felsmäßig an. Damit wir das auch schon mal wieder haben und das alles so einen einheitlichen Look bekommt. Ja, dann sieht das schon mal aus nach was. Mit der Treppe, das können wir aber auf jeden Fall auch machen. Ja, dass hier einfach so eine, willkürlich so eine Treppe rauskommt. Hier ist noch ein kleines Loch oben, sehe ich gerade, oder? Nee, das ist nur Rauch, der reinkommt, alles klar. Ja, und dann bin ich recht zufrieden. Ja, dann haben wir hier schon mal quasi ja den nächsten Teil, der zu bearbeiten, den es zu bearbeiten gilt, schon mal, ja, da haben wir schon mal angesetzt. Und ich finde, das kann sich dann alles in allem eigentlich ganz gut sehen lassen, ja. Hier haben wir unsere kleine Space-Schlacht. Ja, diese Synchronschlacht, wo sich alle quasi immer gleichzeitig auf den Boden werfen, wie die Irren. Ja, weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Ich, keine Ahnung. Ich gehe einfach davon aus, war bei Star Wars genauso, ja. Hier, naja. Gut. Alles klar. Genau, hier oben hatten wir, auch noch ein paar Leute stehen, die, ja, wahllos durch die Gegend gepfeffert werden, wenn die Achterbahn kommt. Das ist, ja, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Fand ich eigentlich ganz witzig. Die kommen jetzt hier gerade auch. So, mit einem Knall ist alles weg. Hier eine kleine Treppe hoch zu unserem Landepunkt. Hier steht auch nochmal einer, der ein bisschen Ausschau hält. Das finde ich auch cool. Ja, und hier haben wir dann unser Alien-Tentakelmonster, das hier rauskommt. Auch sehr synchron, oder? Es ist wahrscheinlich ein Synchronschwimmermonster. Hier hatten wir dann so ein bisschen Ghostbuster-mäßig, ja. Dieser Gewittersturm, der sich hier um diese Röhren drum windet. Genau, und hier die Rohre, die quasi von hier unten durchkommen, wo einfach nur ein bisschen Schlotze rausgeschleudert wird. In den Lavasee rein, ja, macht es alles besser. Hier noch eine kleine Station. Und dann haben wir ja in dem ganzen Komplex quasi immer wieder so ein paar Stationen eingebaut, wo Leute eben davor stehen und das so bewachen und sowas. Das finde ich eigentlich auch inzwischen ganz cool. Ich wollte es jetzt nicht zu sehr fix bauen. So, ne, also fix im Sinne von, es muss nicht immer alles ein perfektes, abgeschlossenes Gebäude sein, auch wenn das cool ist, keine Frage. Aber gerade in diesen Space-Komplexen, die ich halt so mir aus Star Wars immer vorstelle,
ist es ja echt so, dass irgendwo einfach solche Türen aus dem Gebirge oder so kommen, wie eben, ja, hier zum Beispiel. Ne? Und dann kommen da die Speeder raus, die in ihren Speedos. Dann kommen da die Speeder raus auf Hot und ja, klatschen die AT-ATs um. Oder so. Aber soweit, so gut. Ich glaube, wenn man noch ein bisschen was mit diesen schwarzen Felsen so ein bisschen einbaut, was ich ja jetzt gerade schon mal angefangen habe, dann dürfte das alles ganz gut gefüllt sein. Pflanzenmäßig, das lasse ich hier, ja, um mir selbst einfach nochmal die Challenge gesetzt zu haben. Und alles Weitere gucken wir uns dann an, wenn ich genug gelabert habe, also beim nächsten Mal. Denn dann sind wir in einem neuen Jahr angekommen und ich mache jetzt für euch eine Kleinigkeit, die, ja, die ich jetzt gerade einfach mal willkürlich einstudiert habe, also na, im Prinzip gar nicht. Sekunde mal. So, seht ihr das? wahrscheinlich eher nicht. Da. Ich habe auf dem Jabba-Felsen, ich nenne den jetzt, ich bleib jetzt dabei, ich nenne es Jabba-Felsen. Ich lasse es jetzt einfach so stehen. Finde ich eigentlich ganz witzig und aus dem Felsen würde ich ganz gerne auch noch einen Jabba machen. Ja, ob wir jetzt den Palast reinbauen, lassen wir mal dahingestellt. Aber ich glaube, ich finde es ganz witzig, wenn wir da noch was draus machen und dann fehlt auch noch in der Achterbahn da links, hier quasi, so ein bisschen dieses Weltraumschlachtgedöns. Ja, und irgendwann muss man natürlich auch mal sehen, das weiß ich selber, dass man das dann alles auch als fertig betrachtet, ja. Das wird auch nicht mehr allzu lange dauern, da bin ich mir sicher. Und ich muss dann nochmal gucken, was ich noch an Parkteilen so zur Verfügung hatte, was ich gerne noch bauen möchte. Und ja, wo das Ganze dann hinführt, gucken wir mal. Ich hatte ja auch grundsätzlich vor, das alles nochmal im Workshop hochzuladen. Vielleicht auch mit Grenzen, wo man sagt, okay, hier geht's dann in den und den Parkteil. Wenn man sich alles runterlädt, kann man quasi den ganzen Park gucken, wenn man dann lustig ist. Aber soweit bin ich ja eh noch nicht. Ja, ich müsste mal die Grenzen abstecken und sowas. Gucken wir dann. Kann jetzt alles sich nur noch um Stunden handeln, ja, bis ich hier mal fertig bin. Aber das kriegen wir auch noch hin. Deswegen an der Stelle wollte ich jetzt nochmal kurz die 2-3 Minütchen dafür nutzen. Ja, um natürlich Danke zu sagen an all diejenigen, die die ganze Zeit dabei gewesen sind. Die vielleicht auch nachträglich dazu kamen. Und auch nochmal betonen möchte ich eine Sache. Es ist kein riesiger Kanal, ja. Ich weiß, dass hier nicht die Mehrzahl der deutschen Bevölkerung zuguckt, ja. Aber ich freue mich über jeden, der hier reinschaut und auch mal vielleicht einen Kommentar abgibt oder auch mal vielleicht eine Kritik abgibt oder einfach mal Lust hat, ja, mitzubauen. Und das weiß ich sehr zu schätzen für all diejenigen, die hier immer vorbeischauen. Und ich bin euch da sehr dankbar für. Und da hat sich seit dem letzten Jahr auch nichts geändert, ja. Deswegen, wie gesagt, möchte ich auch gerne an der ganzen Geschichte festhalten, weil ich nach wie vor Spaß dran habe. Nur jetzt immer nicht ganz genau wusste, ob ich da jetzt gerade weiterkomme oder nicht. Möchte ich aber erstmal weitermachen, ja. Auch auf Twitch, da hatte ich ja angesprochen und das möchte ich jetzt auch nicht zu breit treten, Werbung und so. Muss ja jeder selber wissen, worauf er Lust hat. Bin ich aktuell jetzt ein bisschen aktiver und auch ab dem nächsten Jahr habe ich da so einen gewissen Plan, wie ich da weitermachen möchte. Ja, und ich freue mich einfach drauf, über jeden, der reinguckt und mal einen Gruß da lässt oder wie auch immer. Ja. Jetzt ist da schon wieder was vor dem Feuerwerk. Mensch, ich habe das so schön programmiert. Hat nicht lange gedauert. Ja, es wiederholt sich auch die ganze Zeit, falls es irgendwem aufgefallen ist. Nee, aber man wird sehen, was passiert. Und ja, die Bandbreite an Spielen, die werde ich ab nächstem Jahr ein bisschen ändern, ein bisschen erweitern und einfach mal gucken, was passiert. Und dieses Spiel bleibt als kleine Konstante einfach noch bestehen. Wir gucken mal, wo es so hingeht. Ja, und es wird jetzt auch langsam Zeit, dass es endlich mal wieder Tag wird in unserem Park. Deswegen hoffe ich auch, dass ja der Space Park so langsam aber sicher fertig wird. Ein paar Folgen wird es auf jeden Fall noch dauern. Wir gucken mal. Ja, wir gucken mal. Deswegen an der Stelle. Also, euch allen wünsche ich natürlich einen wirklich guten Rutsch ins neue Jahr 2022 in der Hoffnung, dass alles, in Anführungsstrichen alles, auch wieder besser wird und alles schöner wird und vielleicht auch einfacher wird für viele. Es war jetzt, ne, grundsätzlich für alle nicht unbedingt das geilste Jahr aller Zeiten, mich eingeschlossen. Aber gerade durch diese Geschichte hier, durch dieses Hobby, was es inzwischen geworden ist, hat es mir auf jeden Fall ja deutlich leichter gemacht und deutlich mehr Ablenkung und Spaß gemacht, als ich vor einiger Zeit noch gedacht hätte. Und ja, deswegen wünsche ich euch allen einen guten Rutsch. Startet gut ins neue Jahr. Genießt eure freie Zeit vielleicht aktuell und natürlich auch gönnt euch eure Vorsätze, ja, und auch wenn der Vorsatz heißt faul sein und nichts tun, dann sei euch das absolut gegönnt, würde ich sagen. Und jeder, der einen Vorsatz hat,
Ich wünsche euch natürlich sehr, dass dieser auch eingehalten wird, dass ihr es hinbekommt, was nicht immer leicht ist. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns auf der anderen Seite wieder, und zwar im Jahr 2022. Ja? Ich bin wahnsinnig gespannt und freue mich darauf, wie es so weitergeht, und ja, genug gelabert, würde ich sagen, ja. Ins neue Jahr gequatscht, wenn man so will. Ja, das Feuerwerk hört eh nicht auf, deswegen können wir jetzt noch stundenlang sitzen. Aber ich glaube, an der Stelle reicht es dann auch. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ich kann es nur noch mal betonen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, wir sehen uns im Jahr 2022 zur nächsten Episode Planet Coaster. Und was wir dann noch so machen, das schauen wir dann im nächsten Jahr. Also, vielen Dank euch. Ja, bleibt allesamt gesund. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt geschmeidig. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.